Es war eine schwierige Aufgabe, das war aber auch zu erwarten, weil es einfach eine Mannschaft ist, die einen guten Handball spielen kann. Wenn wir aber lange an unseren Qualitäten festhalten und dran glauben, dann war uns auch klar, dass wir in 60 Minuten stärker sind. Und das haben wir trotz ein paar stressigen Phasen, die es bis Mitte zweiter Halbzeit gab, geschafft. Es ist immer unschön, eine rote Karte, aber wir haben nicht diskutiert. Es gibt auch einen Videobeweis, sie werden da die richtige Entscheidung treffen. Aber trotzdem sind wir danach ein bisschen außer Tritt gekommen, weil wir zu sehr in Unterzahl waren. Wir haben dann 4-6 Situationen häufig gehabt, sind ein bisschen von unserem Vorsprung weggegangen. Und dann haben die Wechsel nicht ganz gleich gestochen. Ja, wir haben dann ein bisschen Anlaufzeit gebraucht und dann wird es ein sehr enges, offenes Spiel. Wie gesagt, bis Mitte zweiter Halbzeit, so haben die Holländer sich das vorgestellt. Wir waren darauf vorbereitet, haben mit Geduld gute Lösungen dann wieder gefunden und das zählt am Ende. Ich hatte habe es ähnlich probiert wie beim 7 Meter davor auch, dass der Torwart die Arme runternimmt, was er auch gemacht hat. Aber leider war er dann ein bisschen zu nah am Kopf und die Schiris haben sie dann nochmal abgecheckt auf den Bildern. Und wenn er sich nicht bewegt, ist natürlich eine klare rote Karte. Ich habe da das Vertrauen in die Schiedsrichter, dass sie die Situation richtig erkannt haben. Dann ist leider so und war dann natürlich für mich bitter. Jetzt kann ich erleichtert sein, aber während dem Spiel war ich da ein bisschen angespannter. Böse war ich nur kurz in der ersten Halbzeit, als wir nach der roten Karte so ein bisschen die Konzentration haben vermissen lassen. Wir hatten die Niederländer bis dahin wirklich im Sack und haben sie dann unnötig wieder ins Spiel eingeladen. Haben uns in der zweiten Halbzeit aufgrund der höheren Qualität, aufgrund des breiteren Kaders absetzen können. Und haben dann in der Höhe vielleicht etwas unverdient gewonnen, wenn man bedenkt, dass die Niederländer sehr gut gespielt haben. Aber ich bin einfach froh, dass wir das erste Spiel gewinnen können. Naja, 2-3 Mehrbälle sind durchaus im Bereich des Möglichen. Aber ich denke, dass Jogi und ich unseren Teil dazu beigetragen haben, dass das Spiel siegreich gestaltet werden konnte. Und ich denke, auch der Trainer dürfte zufrieden sein.